Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die mich natürlich wahnsinnig gefreut hat. Ich spreche ja heute als Verfasser des 100. Bands der Matda-Freie und da liegt es vielleicht gar nicht so fern, wenn ich meinen Vortrag damit beginne, Ihnen zu erzählen, wie ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, ein Buch über Migration, Demokratie und Werte zu schreiben. Das Buch hat nämlich in gewisser Weise eine kuriose Entstehungsgeschichte. Irgendwann im Sommer 2016 rief an einem Freitagnachmittag, erinnere ich mich noch sehr gut dran, eine Redakteurin des Fernsehmagazins Monitor bei mir zu Hause an und fragte mich, ob ich mich zu einem Fernsehinterview zur Verfügung stellen wolle. Man wolle einen Beitrag produzieren, der sich mit der staatlichen Integrationspolitik und insbesondere mit den Orientierungskursen beschäftigt. Das sei ein Thema von zunehmendem öffentlichen Interesse und man suche eine Expertin oder einen Experten für Orientierungskurse. Ich fragte, wie ich überhaupt zu der Ehre komme und ehrlich gesagt, mir war überhaupt nicht klar, woher Monitor meine Telefonnummer hat. Und außerdem würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt als Experte für Orientierungskurse betrachten. Ich sei ja eher Daffler. Das war jetzt eine Bemerkung, die offenkundig völlig deplatziert war, weil die Dame natürlich überhaupt nicht wusste, was ein Daffler ist. Wahrscheinlich dachte sie, ich bin LKW-Fahrer. Mitten im Gespräch gab dann mein Telefon den Geist auf. Der Akku war leer und lud sich auch nicht schnell genug wieder auf, sodass auch weitere Versuche, das Gespräch fortzusetzen, scheiterten. Am Dienstag der folgenden Woche erhielt ich dann einen erneuten Anruf von Monitor, in dem er mir mitteilte, dass man sich nun am Montagmorgen bei der Redaktionskonferenz doch gegen diesen Beitrag über Orientierungskurse entschieden habe, man mich also nicht mehr benötige. Ich war dann zugegebenermaßen ein bisschen enttäuscht, denn ich fand es durchaus attraktiv, als Experte im Fernsehen aufzutreten. Ja, aber immerhin hat mir dann der Anruf von Monitor eben gezeigt, ja, das Thema Orientierungskurse, das ist etwas, was die breite Öffentlichkeit interessant findet, sodass ich mir überlegt habe, ja, schreib doch ein Buch über das Thema, was ich dann ja auch getan habe. Und die Ironie ist, jetzt scheint es mir tatsächlich ja noch zu gelingen, wenn auch nicht ins Fernsehen, doch immerhin auf YouTube zu kommen, ja, was im Zeitalter des Streaming ja letztlich die viel bessere Variante ist. Ich hab dann später erfahren, dass Monitor einen Hinweis auf einen Vortrag erhalten hatte, den ich 2016 auf der FADAF-Jahrestagung in Essen gehalten habe und in dem es darum ging, anhand des Orientierungskurses Konvergenzen und Divergenzen zwischen dem Kulturbereich im Fach DAF und einem noch zu erarbeitenden Kulturbereich im Fach DATS zu umreißen, wobei ich den entscheidenden Unterschied darin sah, dass es in den kulturbezogenen Kontexten von DAF primär um diskursives, in den entsprechenden Kontexten von DATS, aber auch um normatives Lernen geht. Und diesen normativen Aspekt des Orientierungskurses, das war meine Ausgangsidee, den wollte ich in meinem Buch auf empirischer Grundlage erforschen, nicht zuletzt, weil diese Thematik, wie mir schien, bis dahin jedenfalls so gut wie gar nicht ins Bewusstsein des Faches getreten war. Um jetzt aber zu beginnen, ich möchte in meinem Vortrag folgende Aspekte ansprechen. Ganz kurz etwas zur Aufgabe der Wertevermittlung im Orientierungskurs, etwas zu diskursiven und Lernen im Fach DAF und zu normativem Lernen im Fach DATS, dann etwas zur empirischen Studie und dann zwei exemplarische Analysen von Unterrichtssituationen, die so eine normative, so einen normativen Prozesscharakter haben. Ganz schnell zur Aufgabe der Wertvermittlung. Der Orientierungskurs, der als Teil des Integrationskurses, des Integrationskurses 2005 im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes eingerichtet wurde, hat die Aufgabe, Migrantinnen, die an ihm teilnehmen, Grundkenntnisse über das politische System, die Kultur, die Geschichte und das Alltagsleben in Deutschland zu vermitteln. Seine Aufgabe geht aber insofern über die Ebene des reinen Wissenserwerbs hinaus, als mit dem Orientierungskurs zudem normative Zielsetzungen verbunden sind. Denn dieser soll, ich zitiere, Verständnis für das deutsche Staatswesen wecken,
bei den Teilnehmenden ein positives Verhältnis zum deutschen Rechtsstaat entwickeln, beziehungsweise ihnen die Werte des demokratischen Staatswesens der Bundesrepublik Deutschland und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, Toleranz und Religionsfreiheit nahebringen. Im Curriculum für den Orientierungskurs werden diese normativen Zielsetzungen als affektive Lernziele gekennzeichnet. Und ich zitiere mal, aber das steht im Curriculum für den Orientierungskurs. Affektive Lernziele stellen auf eine positive Bewertung und Unterstützung der Demokratie und der Grundrechte im Grundgesetz ab. Die Abwägung unterschiedlicher Interessen oder Positionen und die Bewertung verschiedener Handlungsoptionen in konflikthaften Entscheidungssituationen bilden den Ausgangspunkt für eine konstruktive Auseinandersetzung mit Pluralität und für die Förderung von Toleranz. Und ganz wichtig, der folgende Satz: Dabei sind die Verfassungsprinzipien und die Grundrechte im Grundgesetz der Maßstab und Rahmen für eigenständige Bewertungen der Teilnehmenden. Diese curricular festgelegte Funktionszuschreibung an den Orientierungskurs, nämlich normative Lern- und Bildungsprozesse zu initiieren, stellt Dozentinnen, die aus dem Kontext der Fremdsprachendidaktik kommen, das kommen ja viele, vor einige Schwierigkeiten. Zum einen sind sie für eine solche Vermittlungstätigkeit schlicht nicht ausgebildet, zum anderen aber lassen sich die bislang erarbeiteten theoretischen und didaktischen Konzeptualisierungen der Kulturstudien im Bereich Deutsch als Fremdsprache eben wegen dessen explizit normativer Ausrichtung des Orientierungskurses nicht umstandslos auf denselben, auf den Orientierungskurs übertragen. Während es nämlich im Bereich von Deutsch als Fremdsprache primär um kulturbezogenes, auch diskursives Lernen geht, das heißt kurz gesagt, um die Adaption kulturellen Deutungswissens, muss sich der DATS-Bereich auch mit der Frage beschäftigen, wie affektives bzw. normatives Lernen funktioniert und wie Prozesse der politischen Bildung und damit auch der Werteentwicklung und der Wertetransformation initiiert werden können. Kulturbezogenes Lernen im DAF-Bereich zielt darauf, Lernerinnen zum Verstehen deutschsprachiger Diskurse und zur Partizipation an ihnen zu befähigen, sowie sie in die Lage zu versetzen, zu diesen Diskursen begründet, affirmativ oder kritisch Stellung zu nehmen. Entscheidend ist dabei, dass es bei dieser Form des Lernens zwar um die Aneignung der vermittelten Diskurse und Diskursmuster im Sinne ihrer Kenntnis und Bewertung geht, dass aber von den Lernenden keineswegs eine Zustimmung zu diesen Mustern erwartet wird. Kulturbezogenes Lernen im DATS-Bereich richtet sich demgegenüber auf ein viel weitergehenderes Ziel, nämlich auf die Integration der Lernenden in die deutsche Gesellschaft und damit auf einen Vorgang, der zwar auch wissensbasiert ist und Deutungskompetenzen verlangt, zugleich aber mit der Anerkennung von Werten und der Übernahme von Pflichten verbunden ist. Tatsächlich basiert Integration nicht nur auf der Ausbildung von diskursiven Fähigkeiten, sondern auch auf normativen Aneignungsprozessen, wobei die sich von rein diskursiven Formen des Lernens insofern unterscheiden, als die in ihrem Rahmen vermittelten Sinn- und Wertorientierungen in Teilen zustimmungspflichtig sind und von den Lernenden nicht zurückgewiesen werden können. Bestes Beispiel: Holocaust-Leugnung. Man kann in vielen Ländern der Welt den Holocaust straflos leugnen, das kann man in Deutschland nicht. Das ist ein Straftatbestand. Das ist natürlich vielen Lernenden auch überhaupt nicht klar. Im Normalfall ist die Zustimmung zu kulturellen Werten weitgehend unproblematisch. Denn diese werden von den heranwachsenden Individuen im Verlauf ihrer Sozialisations- und Entkulturalisationsprozesse unmerklich und sukzessive psychisch internalisiert und in die emotional-affektiven Kapazitäten ihrer Persönlichkeitsstruktur integriert. Wenn eine solche Wertübernahme aber im Falle mancher Integrationsprozesse gewissermaßen nachträglich geleistet werden soll und geleistet werden muss, dann ist sie häufig mit mehr oder weniger affektintensiven, ja affektbelasteten
Prozessen der Identitätstransformation verknüpft, denn die neuen, noch nicht verinnerlichten, aber zu verinnerlichenden normativen Orientierungen müssen dann alte, tief in der Persönlichkeitsstruktur verankerte Orientierungen weichen. Aus der Perspektive der Zugewanderten lässt sich der Vorgang der Integration folglich als ein mehr oder minder tiefgreifender Prozess der personalen Umformatierung beschreiben, der neben Sprache und kulturellem Wissen auch Wertvorstellungen, soziale Rollen, Sozialisationsinhalte, ja letztlich das gesamte Humankapital der Einwanderer betrifft. Und von daher in seiner affektiven Krisen- und Konflikthaftigkeit kaum zu überschätzen ist. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass normative Lernprozesse in Migrationskontexten nicht in einem machtneutralen, sondern im Gegenteil in einem von Machtbeziehungen tendenziell dichotomisch strukturierten Raum stattfinden, in dem die Sprecherpositionen klar verteilt sind, während die Lehrperson als sprachmächtige Repräsentantin einer institutionell gestützten Machtstruktur fungiert, die im Sinne der staatlichen Integrationsagenda ganz bewusst darauf hinwirken soll, normative Deutungsmuster von migrantischen Teilnehmenden zu erweitern und gegebenenfalls zu transformieren, finden sich die Lernenden in der subalternen Position eines tendenziell sprachlosen Subjekts wieder, das sich als komplexe Person kaum Gehör verschaffen kann und deshalb an der individuellen Selbstrepräsentation immer wieder zu scheitern droht. Es lässt sich deshalb nicht leugnen, dass sich in den Orientierungskursen immer auch ein schwer zu überbrückendes Machtgefälle zwischen den Lernenden, und ich sage jetzt mal das böse Wort, und dem integrationspolitischen Dispositiv manifestiert, durch das die geforderte Wertevermittlung stets Gefahr läuft, zu einer mehr oder weniger erzwungenen Prozedur der Angleichung an von Seiten des Staates verordnete normative Standards zu werden. Meine Befunde in der empirischen Studie zeigen jedoch, dass es nicht ganz so einfach ist. Es ist nicht ganz so einfach, wie eine solche in migrationspädagogischen Kontexten häufig anzutreffende machtkritische Sichtweise nahelegt. Auch wenn im Orientierungskurs die Rollen scheinbar klar verteilt sind, hier die Repräsentantin der bundesdeutschen Werteordnung, die relativ klar definierbare Werte und Prinzipien an die Kursteilnehmenden weitergeben sollen, dort die Migrantin, die diese Werte idealerweise übernehmen sollen. Auch wenn also die Rollen klar verteilt scheinen, so ist das beschriebene Verhältnis zwischen autochthonen Lehrenden und migrantischen Lernenden in der Realität viel komplizierter. Denn anders als man vielleicht erwarten würde, ist der Orientierungskurs in den meisten Fällen keine normative Einbahnstraße. Er lässt sich eher als ein Ort beschreiben, an dem normative Positionen verhandelt und normative Differenzen und Konflikte ausgetragen werden, die ungeachtet der Machtverhältnisse, die diese Aushandlungsprozesse prägen, einfache dichotomische Schematisierung unterlaufen. Kommt zum dritten Punkt, zur empirischen Studie. Der Hauptteil meines Buches besteht aus einer empirischen Studie, in der es vor allem um die Frage geht, wie innerhalb von Orientierungskursen Werte und normative Prinzipien vermittelt werden, beziehungsweise wie die Akteure in diesem normativen Spannungsfeld agieren und reagieren. Ich habe hierzu im Sommer 2016 insgesamt 7, zum Teil sehr ausführliche Leitfadeninterviews mit Orientierungslehrkräften zu diesem Thema geführt. Auf diese Weise wollte ich herausfinden, ob die Lehrenden als mehr oder weniger erfahrene Praktikerinnen auf dem Feld migrationsbezogener politisch-kultureller Bildung die curriculare Aufgabe der Wertevermittlung überhaupt ausführen, wie ihre konkrete Praxis auf dem Feld aussieht, welche Erfahrungen sie bei der Wertevermittlung machen, welche wertedidaktischen Strategien sie verwenden, welche Vermittlungsprobleme bzw. welche normativen Differenzen und Konflikte auftreten und wie sie sich selbst in diesem Zusammenhang wahrnehmen. Ich könnte zu diesen Aspekten jetzt sehr, sehr viel sagen. Etwa, dass meine Gesprächspartnerinnen von der inhaltlichen Überfrachtung des Curriculums berichten, von ihrer mangelhaften Ausbildung und fachlichen Vorbereitung für den Kurs, von den Schwierigkeiten, das zu vermittelnde politische Fachvokabular verständlich zu machen,
von der problematischen Dominanz der Schrift oder von Schriftlichkeit im Kurs, von ideologisch gefärbten Lehrbüchern, von der Zeitknappheit oder von fehlenden didaktischen Handreichungen, gerade auch im Hinblick auf die Orientierung von normativen Lernprozessen. Ich will aber nicht auf diese ganzen Aspekte eingehen. Ich halte es für sinnvoller, statt eine Übersicht über meine Befunde zu geben, Ihnen anhand von zwei besonders aussagekräftigen Beispielen zu demonstrieren, wie ambivalent und komplex Prozesse der Wertevermittlung und Werteaushandlung innerhalb des Orientierungskurses sind, wie wenig man sie auf einen Nenner bringen kann, wie schwierig häufig zu entscheiden ist, ob normative Lernprozesse gelingen oder scheitern und vor allem, in welch hohem Maße solche Prozesse affektbesetzt sind. Das erste Beispiel stammt von Beate M., eine Orientierungskursdozentin aus Berlin, Soziologin, keine Dafflerin, circa 40 oder Mitte 40. Sie berichtet über folgendes Ereignis aus dem Orientierungskurs. Ich zitiere jetzt aus den Interviews. Also, das Erste, was mir jetzt wirklich in den Kopf kommt, ist die Wahrnehmung von Krieg in arabischen Ländern. Da hat es mal einen Zusammenstoß gegeben, das heißt also einfach mal einen Konflikt gegeben zwischen mir und einem Teilnehmer, der sich furchtbar darüber aufregte. Es ist eine Bombe, war explodiert in Tunesien oder ich weiß gar nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her. Und da waren natürlich viele Zivilisten gestorben und der hat gesagt, das interessiert euch hier überhaupt nicht, wie viele Kinder bei uns sterben. Aber wenn in London eine Bombe hochgeht oder so, dann redet ihr darüber, dann ist euch das wichtig. Das war kleinteilige Arbeit zu gucken, wie erkläre ich dem das eigentlich? Wir sind Nachbarn, die sind näher bei uns. Wie ist das eigentlich für ihn? Eigentlich was so offensichtlich war für mich, aber für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar war. Also das war, er lebte in Deutschland, aber mit seinem ganzen Herzen und mit seinem ganzen Sein war er natürlich in seinem Heimatland. Verstehe ich auch. Hat wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen, wo wir dann wieder den ganzen Vokabelkram nicht machen konnten. War aber eigentlich eine total wichtige Diskussion. Bei dem von M. berichteten Vorfall geht es um die von einem Orientierungskursteilnehmer vehement beklagte unterschiedliche Wahrnehmung von Terroranschlägen in den deutschen Medien, je nachdem, wo die jeweiligen Terroranschläge stattfinden. Während sie dann, wenn sie weit entfernt in der arabischen Welt verübt werden, in der medialen Berichterstattung in Deutschland nur am Rande bzw. in Form kurzer Nachrichten erwähnt werden, nehmen sie dann, wenn sie in Deutschland oder in westlichen Ländern stattfinden, breitesten Raum in der medialen Berichterstattung ein, inklusive langer TV-Live- und Sondersendungen und unterfüttert von emotionalen Emojis und Hashtags. Der betreffende Orientierungskursteilnehmer sieht in dieser medialen Praxis nun nicht nur eine Abkehr von jenen universalistischen Prinzipien, die vom Westen immer im Munde geführt werden und die auch dem Grundgesetz zugrunde liegen, sondern auch einen mehr oder weniger subtilen Akt des Kulturalismus, ja des Rassismus, insofern die Aufmerksamkeit der Medien und damit auch die letztlich von dieser Aufmerksamkeit getriggerten Gefühle der Trauer und Anteilnahme nur dann aktiviert werden, wenn westliche, könnte auch sagen weiße, europäische oder nordamerikanische Personen unter den Terroropfern sind. Die Kritik des Teilnehmers lässt sich in meinen Augen keineswegs von der Hand weisen. Der von ihm adressierte Tatbestand der unterschiedlichen Anteilnahmen, je nach Herkunft der Terroropfer, ist ein nicht zu leugnendes Faktum, weshalb man hierin durchaus ein nicht intendiertes, aber doch vorhandenes Dementi universalistischer Werte, ja vielleicht sogar einen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleibenden Eurozentrismus und Rassismus der deutschen Medienöffentlichkeit sehen kann, der als solcher vielen westlichen Medienkonsumenten vermutlich nicht bewusst ist. Man sieht, dass Migranten als Personen, die kaum soziales und ökonomisches Kapital besitzen, ein sehr genaues Gespür haben für Rassismen und Diskriminierungen der Aufnahmegesellschaft, indem sie in der Lage sind,
in deren Verhältnis zum anderen blinde Flecken aufzudecken und diese zurückzuspielen. Etwa die Tatsache, dass der Tod eines weißen Menschen tendenziell weit mehr Anteilnahme bei uns erregt als der eines dunkelhäutigen Menschen, dass nach wie vor eine eminente Fremdheit von weiten Teilen der einheimischen Mehrheitsbevölkerung gegenüber nicht-westlichen Kulturen besteht und dass gerade unsere Emotionen nicht primär von universalistischen Prinzipien gesteuert werden, sondern von kulturellen Nähe- und Fernverhältnissen. Die emotionale Anklage des Kursteilnehmers, dies sei nebenbei noch erwähnt, lässt sich natürlich auch als ein Ruf nach Anerkennung, nach Aufwertung der eigenen Person, nach Abbau von Fremdheit lesen und damit eben auch als ein kritischer Kommentar zur Aufnahmegesellschaft. Dennoch ist auch nachvollziehbar, dass Beate M. diese gesamte Problematik weitgehend unbeachtet lässt und die von ihr in der Tat nicht geleugneten medialen Aufmerksamkeitsdifferenzen nicht weiter problematisiert, sondern stattdessen übergangslos zu ihrer Erklärung und man muss wohl auch sagen, zu ihrer Rechtfertigung fortschreitet. Dabei ist die Tatsache der unterschiedlichen medialen Fokussierung von Terroranschlägen in Abhängigkeit von dem Ort, wo sie stattfinden, für sie ganz selbstverständlich. Eben weil es sich bei den getöteten Europäerinnen um unsere Nachbarn handelt, die uns näher sind als zum Beispiel getötete Tunesierinnen oder Ägypterinnen. Eine Sichtweise, gegen die der Teilnehmer in heftiger Form opponiert, sodass es zu einer bemerkenswerten normativen Konstellation kommt. Denn während M. sich zur Erklärung der für sie verständlichen, vielleicht sogar selbstverständlichen medialen Privilegierung eigener Opfer auf nicht-universalistische Parameter wie die Nähe zum eigenen Territorium oder zur eigenen Kultur beruft, pocht der Orientierungskursteilnehmer gerade auf vom Westen hochgehaltene und im Orientierungskurs zu vermittelnde universalistische Prinzipien und ihre Anwendung im medialen Kontext. Ob er selbst diesen universalistischen Prinzipien anhängt, bleibt dabei ungeklärt. M.'s Bemerkung, dass er ganz in Deutschland lebte, aber mit seinem ganzen Herzen, seinem ganzen Sein natürlich in seinem Heimatland war, spricht eigentlich dagegen und legt die Vermutung nahe, dass der Teilnehmer, obwohl er das Prinzip universeller Gleichheit vehement einklagt, aus einer letztlich ebenso eigenkulturzentrierten Perspektive spricht wie M. Haben nun aber im Kontext dieses unbestreitbar normativen Konflikts, so bleibt zu fragen, normative Lernprozesse stattgefunden? Das ist schwer zu beantworten. Ich neige zu der Einschätzung, dass dies hier eher nicht der Fall ist, da beide ihre Positionen offenkundig nicht einer grundsätzlichen Prüfung unterziehen und sie infolge dieser gegebenenfalls modifizieren. Produktiv wäre möglicherweise eine Rückfrage an den Teilnehmer gewesen, wie denn die mediale Berichterstattung in seinem Herkunftsland über Terroranschläge aussieht. Ob dort auch über den Terror im eigenen Land oder in der eigenen Region ausführlicher berichtet wird oder nicht. Und wenn dies nicht der Fall ist, worin der Grund für diese unterschiedliche Praxis medialer Berichterstattung liegt. Dies hätte möglicherweise einen Prozess des Nachdenkens ausgelöst, in der die jeweiligen Positionierungen in Frage gestellt und politische und kulturelle Widersprüche sichtbar geworden wären, aus deren diskursiver Bearbeitung dann Lernprozesse hätten entstehen können. Ich komme zum zweiten, und das ist dann auch das letzte Beispiel. Es geht um die deutsche Nationalhymne. Stammt von Anja B., Germanistin und Dafflerin, ca. 50 Jahre. Sie berichtet über eine Unterrichtsstunde, in der es um die Nationalhymne geht. So viel kann man sagen, ein durchaus affektbesetztes Thema. Spielt ja auch immer bei der deutschen Nationalmannschaft eine große Rolle. Singt man die mit oder singt man die nicht mit? Das ist ja zunehmend wichtig geworden in den letzten Jahren. Ich zitiere mal. Aber es ist auf dem sprachlichen Niveau wirklich sehr, sehr schwierig, die Inhalte des Orientierungskurses zu vermitteln. Also ich habe versucht, das so sinnlich wie möglich zu gestalten. Also ich weiß einfach, das war sehr ungewohnt. Aber zum Beispiel haben mich die Teilnehmer auch aufgefordert, die Nationalhymne, also das ist ja auch immer Thema dann im Kurs, also ich sollte die dann vorsingen. Lacht.
was für mich als Deutsche wahnsinnig befremdlich war, merke ich. Also das Gefühl, ich mache jetzt etwas ganz politisch Unkorrektes. Aber ich habe es dann tatsächlich gemacht. Und die haben dann alle mitgesungen irgendwie. Also das war so etwas, wo ich dachte, ja, das ist jetzt hier etwas, was offenbar, da gibt es jetzt so eine Brücke auf einmal, lacht so. Bemerkenswert an diesem Bericht ist, dass die Teilnehmerinnen an B den Wunsch herantragen, sie möge dem Kurs die deutsche Nationalhymne vorsingen. Sie fragen also nicht nach dem Text der Hymne oder bitten darum, diese von einer CD oder einem anderen Tonabspielgerät zu hören. Sie bitten ausdrücklich um ein Singen der Hymne und also um einen unmittelbar körperlichen Akt. Performativen Akt, wie auch immer. Aufschlussreich ist zweitens, wie B auf diese Bitte reagiert. Nämlich so, wie vermutlich die meisten von uns hier auf eine solche Bitte reagieren würden. Nicht indem sie ganz selbstverständlich, möglicherweise sogar mit Stolz, die deutsche Hymne singt, sondern mit einem Gefühl des Befremdens, des Unwohlseins, der inneren Distanzierung und eben des Gefühls, Grenzen des politisch Korrekten zu überschreiten. Womit sie in einer Art und Weise reagiert, die, wenn sie innerhalb des Kurses sicht- und wahrnehmbar würde, von vielen Teilnehmern möglicherweise gar nicht verstanden werden würde und die deshalb natürlich auf manifeste kulturelle Unterschiede hindeutet, die dann in hohem Maße erklärungsbedürftig wären. Es muss ja nicht weiter erläutert werden, woher diese Reserve kommt, das wissen wir ja alle, das spare ich mir. Es gibt noch einen dritten Gesichtspunkt, der zu beachten ist und wie ich meine, den eigentlichen Kern von B's Erfahrungsbericht bildet. Es ist der Umstand, dass B trotz innerem Widerstand die Nationalhymne tatsächlich vorsingt, was, wie sie es ausdrückt, auf einmal eine Brücke zwischen ihr und den Lernerinnen entstehen lässt, die vor allem darin sichtbar wird, dass diese nach kurzer Zeit in die Hymne einstimmen und sie gemeinsam mit B zu Ende singen. Vermutlich ohne zu ahnen, dass B nach wie vor eine innere Distanz zu diesem gleichermaßen symbolischen wie performativen Akt besitzt, sie folglich in dessen Vollzug überhaupt nicht mit sich selbst identisch ist. Was in den Teilnehmerinnen beim Singen der Hymne vor sich geht, lässt sich natürlich nicht eindeutig sagen. Klar ist jedoch, dass ihre musikalische Partizipation eine Reverenz oder gar eine Sympathiebekundung in jedem Falle eine Annäherung an die deutsche Kultur darstellt, und zwar eine Annäherung, die vermutlich deshalb weitergeht als die meisten anderen Annäherungsversuche der Teilnehmenden im Laufe des Orientierungskurses, weil es sich weniger um eine kognitive als vielmehr um eine affektive Annäherung handelt. Mehr noch, möglicherweise ist diese affektive Annäherung der Teilnehmenden an ihr Aufnahmeland zudem die weitestgehende Annäherung, zu der sie im Laufe des Orientierungskurses überhaupt fähig sind. Eben weil sie selbst in den meisten Fällen vermutlich eine vorwiegend gefühlsbasierte nationale oder ethnische Identität besitzen und hierüber eine Verbindung zu einer anderen nationalen Identität herstellen können. Paradoxerweise ist nun aber gerade dieser weitreichende Moment der Annäherung an die deutsche Kultur für B insofern problematisch, als diese emotionale Form der Begegnung oder als sie diese emotionale Form der Begegnung als eine letztlich falsch verstandene betrachtet, da sie sich primär auf einer affektiven, nicht auf einer kognitiven Basis vollzieht, das heißt, nicht über eine kritische Reflexion des bundesdeutschen Politik- und Werteangebots, entsprechend dem von den Vertreterinnen der politischen Bildung in Deutschland entworfenen Bild von der mündigen Staatsbürgerin als des idealen Subjekttypus moderner demokratischer Gesellschaften. In dem von B beschriebenen Moment des gemeinsamen Singens der Nationalhymne drückt sich folglich eine Art Ambivalenzverhältnis aus.
Denn einerseits konstituiert das Ereignis des gemeinsamen Singens tatsächlich eine gelungene interkulturelle Verständigung, die von beiden Seiten auch als eine solche aufgefasst wird, wie ja auch B. konzidiert, die davon spricht, dass es jetzt da auf einmal eine Brücke gibt. Andererseits ist die interkulturelle Verständigung, die sich in diesem Ereignis manifestiert, aber nur eine scheinhafte, in deren Rahmen die eine Partei die andere partiell missversteht, wodurch womöglich lernerische Wirkungen und Effekte provoziert werden, die zumindest in Teilen auf einer Täuschung, auf einem Missverständnis beruhen. Vielleicht ist es nicht übertrieben, B.s Erfahrung, ein Moment von interkultureller Tragik zu konzidieren, indem sich beide Seiten, die Lehrer- und die Lernerseite, in einem Augenblick vermeintlicher interkultureller Eintracht zugleich treffen und verfehlen, zugleich verstehen und missverstehen. Was aber ist aus B.s Erfahrung zu lernen? Wie kann sie für die Reflexion des Orientierungskurses und damit für dessen Verbesserung nutzbar gemacht werden? Zu lernen ist aus ihr wohl vor allem eines, nämlich, dass es im Hinblick auf den Lernerfolg der Teilnehmerin förderlich sein kann, Lernen nicht allein als kognitiven Akt zu verstehen. B.s Bericht zeigt, dass gerade solche Zugänge zu politisch-kulturellen Inhalten, die Affekte einbeziehen und Erfahrungen ermöglichen, für viele Lernende besonders naheliegend sind. Tatsächlich scheinen gerade affektbesetzte Erfahrungen in der Lage zu sein, normative Lernprozesse auszulösen. Denn durch ihre affektive Ladung können sie Wahrnehmungs- und Erkenntnisfilter aufbrechen, sodass Lernende sich anschließend bewusst auf neue Erlebnisse einlassen und diese bewusst neu und nicht mit den gewohnten Deutungsmustern bewerten können. Allerdings hätte B. hierzu ihr Unbehagen am Vorsingen der Nationalhymne offenlegen und zur Diskussion stellen müssen. Nur dann hätte die Chance bestanden, in einem Reflexions- und Diskussionsprozess über das Deutungsmuster Nation und dessen traditionale und posttraditionale Auslegungen einzutreten, wie sie sich in den Einstellungen der Kursteilnehmerin und B.s manifestieren. Auf eine allgemeinere Ebene gehoben, performatives oder Erfahrungslernen darf kognitive Zugänge und Lernformen nicht ausschließen. Es gilt vielmehr, beide zu verbinden, etwa in dem Sinne, dass den Phasen performativen Lernens Phasen des kognitiven Lernens vor- und oder nachgeschaltet werden, um so bestimmte Erfahrungen in der performativen Phase zu initiieren und diese nachträglich zu reflektieren. Denn eines ist in jedem Fall zu vermeiden, bei der mehr oder weniger bewusstlosen Erfahrung dem unaufgeklärten Gefühl stehen zu bleiben. Denn würde man das Moment der Reflexion eskamotieren, dann würde man das Überwältigungsverbot der politischen Bildung verletzen, Lerninhalte ideologisieren und vorhandene Wahrnehmungsfilter lediglich zementieren. Unabhängig davon jedoch scheint der Orientierungskurs das immense Potenzial, das performative Lernformen gerade für bildungsferne und lernungeübte Lernerinnen bereithält, bei weitem noch nicht auszuschöpfen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass das Kurscurriculum explizit von affektiven Lernzielen spricht, die dann eben auch nicht nur auf kognitiven, sondern auch auf affektiven Wege zu erreichen wären. Ich verzichte, nicht zuletzt aus Zeitgründen, auf weitere Beispiele für normative Vermittlungs- und Aushandlungsprozesse in Orientierungskursen. Ich lade Sie aber natürlich herzlich ein, wenn Sie an solchen Beispielen und auch an einer weitergehenden theoretischen Kontextualisierung meiner empirischen Arbeit interessiert sein sollten, zu meinem Buch zu greifen. Dankeschön.